Hallo zusammen, ihr Lieben. Ich bin's Marcel, Community-Moderator im Team von Writing Bull und wir wollen starten in ein neues Let's Play. Und zwar mit Peraspera, diesem schönen Spiel hier im Hintergrund. Das kam 2020 schon raus, also ist jetzt knapp 2 Jahre alt und hat inzwischen auch schon 2 DLCs. Das Kernthema zum Spiel ist eigentlich so eine Planetensimulation. Also wir spielen auf dem Mars und müssen den Mars bevölkern. Wir müssen da eine Basis aufbauen. Wir müssen Kolonisten der Erde holen und die da ansiedeln und den Mars bewohnbar machen. Denn wie wir alle wissen, ist der Mars ein trockener, kalter, roter Felsen mit ein bisschen Sand, aber nicht so wirklich bewohnbar. Deswegen große Aufgabe von uns. Wir wurden vorab zum Mars geschickt als eine freundliche KI, die dort als Aufgabe hat, eine Kolonie aufzubauen und Ressourcen abzubauen und die Menschheit dorthin zu geleiten, zu schützen und wir alle Gefahren, die dort eventuell auftreten könnten, zu trotzen. Dabei ist so ein bisschen das Thema Selbstreflexion, Psychologie und Philosophie da integriert, denn unsere liebe KI, also wir, überlegen, ja, wer sind wir eigentlich? Welche Rolle nehmen wir im großen, weiten Universum ein? Hier sind wir der Schöpfer des Ganzen oder werden wir von der Menschheit nicht so ernst genommen? Und wie steht die Menschheit eigentlich zu uns? Das wird uns im Laufe der Kampagne begleiten. Es gibt nämlich, wenn man auf ein neues Spiel geht, sowohl einen Sandbox-Modus, wo alles freigeschaltet ist, man endlos in aller Seelenruhe den Mars besiedeln kann, oder es gibt eine Kampagne und es gibt noch einen Mehrspieler-Modus, wo man dann gemeinsam gegeneinander oder miteinander spielen kann. So, da das Spiel schon ein bisschen älter ist, 2 Jahre jetzt, gibt es auch schon 2 DLCs, einmal den Green Mars. Und der Green Mars hat das Spiel mir erweitert um Biome, um fließendes Wasser, was es eventuell irgendwann geben könnte, um Farmen und Fauna und Natur. Und dann gibt es noch den Blue Mars, das ist das neueste Add-on, ihr seht es hier unten. Der kam mir Anfang Juni heraus und da ist man später wohl in der Lage, ich habe noch nicht so weit gespielt, auch auf dem Wasser zu bauen und die Ressourcen, die man so hat, auch im Meer zu gewinnen und zu transportieren. Das alles schauen wir uns zusammen an. Ich habe in der Vorbereitung so eine gute Stunde reingespielt, um mich so ein bisschen mit dem Spiel vertraut zu machen. Aber ich habe mich auch nicht zu sehr spoilern lassen, denn ich würde das Ganze gerne mit euch zusammen auf Twitch und auf YouTube genießen. So, wir machen heute eine kleine Aufzeichnungsstaffel, denn wir haben einen Livestream am 7.7.22. Und deswegen werden die YouTube-Videos auch relativ regelmäßig erscheinen. Das heißt aber voraussichtlich, dass ich erst so nach der 4., 5. Folge auf eure Kommentare eingehen kann. Das aber auch sehr gerne mache. Und wenn euch das Ganze gefallen sollte, hier unten, da gibt es so einen Button zu mir zum Abonnieren für den Kanal von WB, das dann gerne einfach mal machen. Gut, wir starten ins Spiel, ein neues Spiel und neue Kampagne. Ich bitte die Chatmods gleich mal zu schreiben, ob das mit dem Ton soweit passt. Ich habe es im Vorfeld ausgepegelt, aber das Spiel ist so ein bisschen von der Lautstärke her dynamisch. Dann bitte Bescheid sagen, dann würde ich da gegebenenfalls nachkorrigieren. So, neue Kampagne. Im Story-Modus übernimmst du die Rolle einer hochentwickelten KI, deren Hauptaufgabe es ist, den Mars bewohnbar zu machen. Doch im Leben geht es nicht... im Leben geht es um mehr als nur um Intelligenz. Es geht um deine Beziehungen zu anderen und darum, ob deine Entscheidungen diese Beziehungen vertiefen oder erschüttern werden. Gehe deinen eigenen Weg und finde heraus, hier, was dich am Ende dieser packenden Geschichte erwartet. Und die Entwickler schreiben es hier auch. Und wenn du mal irgendwann fertig bist, hier sei ein braver Spieler und verrate nicht das Ende. Deswegen auch an euch, bitte keine Spoiler. Hier, wer spoilert, wird herausgeworfen für den heutigen Abend. Oder die Kommentare auf YouTube gelöscht. So, neue Kampagne. Wir haben zur Auswahl 4 verschiedene Schwierigkeitsstufen. Der erste ist Geschichte. In diesem Modus kann man das Spiel kennenlernen und die Geschichte erleben und mit anspruchsvollen Herausforderungen konfrontiert werden. Empfohlen für Spieler, die noch keine Erfahrung mit Simulationen oder City-Bildern haben. Den machen wir nicht, der ist zu einfach. Ihr seht es hier unten auch, man hat Ressourcen im Überfluss, man hat starkes Tempo und Ausdauer bei Arbeitern. Lassen wir. Dann gibt es Simulation, das ist für mich so der Modus, den wir auch nachher nehmen werden, nämlich der, wo die Entwickler gesagt haben, da haben wir das Spiel einfach für entwickelt. Nämlich für Spieler, die mit dem Genre vertraut sind. Wir auf dem Kanal von WB, wir mögen Aufbauspiele, wir mögen Strategie, wir kennen das, den werden wir auch nehmen.
So, und dann gibt es halt noch zwei höhere. Da werden die Ressourcen reduziert, und ist dann halt für Spieler, die das Spiel halt schon gut kennen und es eventuell auch schon mal gespielt haben. Oder für Leute, die vollkommen durch den Wind sind und ja, die große Herausforderung suchen und da auch nicht vor zurückschrecken. Zu anstrengend. Wir gehen auf Simulation. So, DLCs sind alle mir aktiviert. Das Green Mars Paket ist immer mit dabei, deswegen integriert. Dann gibt es ein Gebäudefarbpaket. Ich weiß nicht, was es genau macht. Ich vermute, die gebäudefarbig. Könnte sein. Und wie eben schon erwähnt, blauer Mars Erweiterung für Meeresbesiedelung. Gut. Das machen wir so. Wir gehen hier auf Bestätigen und dann seht ihr auch gleich, wie das Spiel aussieht. Ladezeiten sind relativ lang für ein modernes Spiel, aber das heißt auch, dass im Hintergrund viel simuliert wird. Da wird die Welterstellgrafiken geladen und so weiter. Warten wir kurz ab. Oh, was ist denn da passiert? Hier ist das Spiel abgestürzt. Dann machen wir mal kurz Unterbrechung und starten es neu. Vielleicht, weil ich gerade rausgetappt habe, als es im Ladebildschirm war. Gib mir eine Sekunde. Aber das steigert ja nur die Vorfreude auf das Let's Play. So, neues Spiel. Neue Kampagne, Simulation und nächster Versuch. Oder ist das ein Vorzeichen der KI gewesen, was heute passieren könnte? Eieiei. Vielleicht wollen wir gar nicht beobachtet werden beim Erstellen des Terraforming-Prozesses auf dem Mars. Vielleicht soll die Welt gar nicht wissen, wer wir sind und was wir dort tun. Liebe Grüße an Kylon. So, ich bewege jetzt den Cursor nicht. Im Vorfeld ist es irgendwas noch nie abgestürzt. Und es ist fertig. Wir klicken hier drauf und wachen auf. Noch ein kurzes Intro der Sprecher, die im Spiel auftauchen. Tonausgabe ist komplett auf Englisch, aber sehr gut simuliert. Und ja, simuliert, gesprochen. Aber Text und alles ist auf Deutsch. Aber die englische Tonausgabe hört sie euch an. Also ein bisschen Englisch können ja die meisten. Ist echt herrlich. Präsentiert von Rolf Huey. Und wie gesagt, ein Spiel von Plön Industries. Ich mag diesen Namen total. Ja, und das ist das Spiel. Wir kriegen direkt einen Tipp. Den schließe ich mal. Ich erkläre euch das User Interface und die Grundlagen. Da müssen wir nicht lesen, was hier steht. So, einmal ganz kurz auf Pause. Ihr seht jetzt so einen kleinen ja, Flimmer-Effekt, das ist immer in der Pause. Der ist weg, wenn man auf die normale Geschwindigkeit geht. Und das ist das Spiel. Ihr seht hier eine Marsoberfläche in einer ziemlich minimalistischen Grafik. Aber das Ganze ist der echte Mars. Also jeder Krater, alles, was ihr hier seht, diese ganze Geometrie, das ist die echte Marslandschaft. Die wurde hier eingescannt für das Spiel. Und da sind wir gelandet. Jetzt muss ich schon wieder suchen, wo wir gerade sind. Ihr seht, man kann relativ weit rauszoomen. Und auch relativ nah ran. Aber wir haben gerade einen Anruf bekommen. Hören wir uns doch mal an, was da los ist. Amy, this is ISA Mission Control calling from Earth. Are you with us? Do you copy? Also, Kommandozentrale. Ja, können wir uns verstehen? Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Wir bestätigen oder plaudern. Ja, wir können dich hören. Affirmative, Houston. I'm with you. Great. The primary Mars module has already touched down at the designated landing zone. It's your turn to take control of the mission. Check the left edge of your display. You'll find your directives there. Follow them to set up the initial base on Mars's surface. I'll give you some time to settle in. When you're ready, go ahead and initiate our terraforming mission. Houston out. Wir machen uns vertraut mit dem Spiel. Aber erstmal muss ich gerade mal gucken, wo wir gelandet sind. Das müssten wir eigentlich direkt sehen. Ich bin eben so schnell hier rausgezoomt. Da sind wir.
Und wie gesagt, man kann sehr weit ranzoomen. Und hier seht ihr dann unsere kleine Basis, unser Landemodul. Und damit werden wir starten. So. Ich zeige euch aber erstmal das User-Interface. Also wie gesagt, hier links sind die Direktiven. Das hat auch gerade der nette Herr aus Houston uns gesagt. Baue eine Aluminiummine, unsere erste Aufgabe. Hier oben haben wir eine Anzeige mit Jahren, Monaten und Sol. Ich denke mal, Sol ist so das Äquivalent zu Tag, die auf dem Mars etwas anders lange dauern als bei uns. Ein Kompass. Hier oben gibt es verschiedene Overlays, die ich euch nachher zeigen werde, für zum Beispiel den Verkehr oder Energie. Kommen wir noch drauf. Eine Legende der Karte, die wir hier haben, also die Höhe so in etwa. Alles, was dunkelrot ist, ist sehr tief. Alles, was hell ist, ist hoch. Ihr seht es auch hier an den Hügeln. Hier oben gibt es eine Wissensdatenbank. Da ist jetzt gerade noch nicht so viel drin. Das wird dann im Laufe der Zeit gefüllt. Kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und vielleicht nehme ich mir auch mal die Zeit und mir lese bestimmte Dinge mit euch mal gemeinsam durch. Denn da stehen viele interessante Hintergrundinfos zum Spiel und zur Story und zu den Fraktionen, die es da gibt und sowas alles drin. Einstellungsmenü, Baumenü. Hier können wir aktuell Minen bauen. Das wird nachher noch länger. Und hier unten gibt es die Ressourcen, die wir gerade aktuell in unserem Landeplatz haben, nämlich Aluminium, Stahl und Elektronik. The view of Mars from up here is fascinating. The landscape is so cratered and desolate. Wait, this is my voice that I am hearing. It's me. I am talking to myself. I must be verbalizing my thoughts as I process them. What an interesting function. I would like to test this some more. What other observations can I make about Mars? So, wir haben gerade herausgefunden, dass wir eine eigene Stimme haben und fangen an zu reflektieren. Und das wird uns die ganze Kampagne durch begleiten. Also solltet ihr mal also wirklich was nicht verstehen, dann schreibt es gerne. Ich mache dann nochmal eine deutsche Übersetzung, aber steht ja eigentlich auch unten im Tooltip. Und die Sprachausgabe ist eigentlich auch echt gut synchronisiert. I keep marveling at its carmine landscape. Jetzt habe ich zu lange gewartet. Ich hätte gerade eins anklicken müssen. Jetzt ist quasi automatisch eine Entscheidung gefallen. Da war gerade die Frage, ob wir den Mars inspirierend finden. Hätte ich normalerweise angeklickt, weil ich finde es auch inspirierend und schick. Schauen wir mal. Okay, erste Aufgabe. Baue eine Aluminiummine. Viel mehr können wir auch noch gar nicht bauen, aber das ist das Erste, was freigeschalten ist. Ihr seht hier immer die Sachen, die verbraucht werden, also oben zum Beispiel die 5 Energie. Dann über dem gestrichelten Strich, das sind die Baukosten, in dem Fall 3 Stahl. Und dann wird in einem gewissen Zyklus immer ein Aluminium gebaut. Das können wir uns hier nehmen und ja, auf so einer aus so einem Aluminiumvorkommen platzieren. Ihr seht hier auch die Anzahl der Ressourcen, die sind endlich. Ne, diese 929 und halt Leistung, das wird immer 1 pro Zyklus abgebaut. Das bauen wir hier hin. Straßen werden automatisch platziert und es gibt so einen kleinen, ja, so ein kleines Baufahrzeug, so ein Bauroboter, der jetzt das benötigte Baumaterial von hier nach da fährt und hier einlagert. Und sobald das dann alles eingelagert wurde, wird das Gebäude entsprechend gebaut. Jetzt gibt es quasi hier so 4 kleine Drohnen, die dann wohl irgendwie so per 3D-Druck, so würde ich mir vorstellen, das Gebäude von unten nach oben hochziehen. Und dieser Kreis in der Mitte zeigt es auch nochmal an, was da gerade gebaut wird und wie weit der Fortschritt ist. Ja, noch zum Interface. Ihr seht oben den Status des Gebäudes. Ihr könnt hier Prioritäten schaffen. Also jetzt zum Beispiel den Bau priorisieren und die Baumaterialien da bevorzugt hinfahren oder das Gebäude ein- und ausschalten. So, zur Spielgeschwindigkeit, ihr seht, das dauert alles ein bisschen. Es wird durchaus der Fall sein, dass wir auch die höheren Geschwindigkeiten nutzen werden. Ich denke, das ist vom Spiel auch einfach so gewünscht und vorgesehen, weil es gibt da schon mal Zeiten, wo man ein bisschen auf Sachen warten muss. Werden wir aber gemeinsam sehen. So, erste Mine ist gebaut. Ihr seht jetzt hier diesen Kreis, der sich weiß füllt und immer wenn der einmal rum ist, dann gibt es ein Aluminium und das wird dann entsprechend ins Lager transportiert. So, als nächstes Direktive grundlegende Industrie, baue eine Siliziummine und baue eine Glasfabrik. Die ersten paar Minuten sind so ein bisschen Tutorial-mäßig und ihr seht auch hier die Ressourcen, die es gibt, die werden dann so automatisch im Tutorial freigeschalten. Wie hier ist jetzt zum Beispiel das Silizium aufgetaucht. Ihr müsst aber relativ schnell
auch selber die Ressourcen suchen und finden. Wie das geht, sehen wir später. Wie gesagt, am Anfang im Tutorial wird uns das noch vorgegeben. So, Siliziummine müssen wir bauen. Und dafür wird gebraucht 2 Aluminium. Gut, das wird jetzt produzieren. Und 2 Stahl. Und dann kommt da jeweils ein Siliziumbar raus. So, ihr seht jetzt hier in der Übersicht auch, ja, wo jetzt neue Straßen entstehen werden. Und das Netz baut sich halt automatisch auf. So, wenn man weiter rausgeht, dann sieht man halt nur die entsprechenden Symbole. Und wenn man näher ranzoomt, dann sieht man diese, also doch, wie ich finde, hübsche minimalistische Grafik. Vor allem finde ich sie modern. Das war so für mich ein Grund, als ich das Spiel gesehen habe, direkt zu kaufen und auszuprobieren. So. Hier wird jetzt das entsprechende Material hingefahren. 2 Stahl sind schon da. Jetzt werden noch 2 Aluminium geholt. Hier unten seht ihr auch jetzt den Produktionsfüllstand oder den Lagerfüllstand, kann man sagen. Anhand von diesem grünen Balken, der hier eingeführt ist, der so ein bisschen den Verlauf der Bestände anzeigt. Gut, ich spule mal ein bisschen vor auf doppelte Geschwindigkeit. Gebäude wird gebaut. Als nächstes sollen wir eine Glasfabrik bauen. Die wurde uns freigeschalten. Und für das Glas brauchen wir neben den Baukosten, ihr seht es hier, 3 Aluminium, 3 Stahl, unten links 2 Silizium. Und aus 2 Silizium wird dann im Prinzip eine Glasscheibe oder ein Glas. Das Ganze muss natürlich auch hin und her gefahren werden. Ihr seht immer anhand von diesen Overlays hier, von diesen grünen, hier wo die Materialien herkommen, die für eine bestimmte Fabrik gebraucht werden. Da kann man dann so ein bisschen puzzeln, wie man das Ganze am besten aufbaut. Überall bauen ist nicht möglich, also hier zum Beispiel Krater, unregelmäßiges Terrain, geht nicht. Man kann auch nicht zu weit weg, also man muss irgendwie immer in diesen Kreisen bleiben. Und später braucht man auch noch Strom dafür. Aber ich würde jetzt erstmal die Glasfabrik relativ nah an die Siliziummine platzieren, damit die Transportwege nicht zu lang sind. Das Ganze ist wirklich gar nicht so unrealistisch gemacht, kann man sagen. Also auch die Technologien, die man nutzt, die Endlichkeit der Ressourcen, die Art und Weise, wie das Spiel sich entwickelt, könnte man denken, es ist so in ein paar hundert Jahren möglich. Das wäre so mein Eindruck. So, ich mache noch mal ein bisschen Geschwindigkeit rein. Ihr seht, unser Baufahrzeug, unser Arbeiter fährt hier hin und her. Das wird auch hier unten links angezeigt. Arbeiter haben wir jetzt aktuell einen. Kann man logischerweise nachher auch noch weitere bauen. Hier ist unser Stromverbrauch. Und unten links unser Gebäudelimit. Wir haben jetzt 4 von gerade 50 möglichen Gebäuden gebaut. So, jetzt sollen wir eine Solarform bauen und einen Stahl, eine Stahlfabrik. Da können wir jetzt mal schauen, wie wir das am besten machen. Fabriken werden uns jetzt auch angezeigt. Stahlfabrik braucht, um arbeiten zu können, Silizium und dieses neue schwarze Icon hier, das ist Kohlenstoff. Deswegen würde ich vorher damit anfangen, eine Kohlenstoffmine zu bauen. Denn ohne Kohlenstoff kein Stahl. So, das wurde uns auch jetzt hier schon angezeigt. Hier war es, Kohlenstoffmine. Einmal hier hin, davon haben wir 940 da. Das Ganze wird gebaut. Schnabbeltier, einmal liebe Grüße an dich und deinen Kommentar. So, währenddessen können wir uns ja auch schon mal Energie angucken. Wir haben eine Solarfarm als grundlegendes Energiegebäude. Braucht halt verschiedene Komponenten zum Bau. Auch wieder Elektronik, Glas und Alu. Wir haben noch ein bisschen Elektronik auf Lager. Glas ist in der Produktion. Sollten wir bauen. Und ja, als Eingang haben wir eben Sonnenstrahlen. Macht Energie, 40 Megawatt. Selbst erklärt. Und jetzt gehen wir auch automatisch in eins dieser Overlays, nämlich in das Energie-Overlay.
Hier sieht man im Prinzip als Batterie den aktuellen Puffer, den wir noch haben, der auch unten links angezeigt wird. Und hier so den Verbrauch. Aktuell haben wir 20 Megawatt, die unser Lander erzeugt. Davon werden 15 hier schon verbaut. Und wenn wir jetzt die Solarfarm bauen, dann sehen wir auch, wo da Energie hingeschickt wird anhand von diesen blauen Linien. Wenn wir zu weit weg bauen, dann ist da keine Verbindung möglich. Wenn man näher ranbaut, entsprechend schon. Denke ich mal auch klar. Gut, bauen wir das mal erstmal relativ zentral. Ich sag mal hier. Und dieser äußere große blaue Kreis, der zeigt im Prinzip an, wie weit das Ganze nachher maximal expandieren kann und dann da irgendwelche Stromleitungen verbaut werden. Einmal bauen. So, ich mach das Overlay nochmal aus. Und dann sollten wir, wenn das jetzt hier gebaut wird, die Kohlenstoffmine, dann sollten wir die Stahlfabrik bauen. Stellt aus Kohlenstoff und Eisen, ja, Stahl her. Eisen ist eine gute Frage. Haben wir eine Eisenmine? Eisenmine, ja. Hätte ich jetzt schon fast übersehen. Die müssen wir hier oben hinbauen. Das ist natürlich so von der Planung her schwierig. Wenn hier unten Kohlenstoff ist und hier oben Eisen, haben wir schon relativ lange Transportwege. Müssen wir mal gucken. Also im Optimalfall sollte man da ein bisschen puzzeln. Aber was sollen wir machen? Die Ressourcen sind halt nun mal da, wo sie sind. So, auch das bauen wir. Jetzt können wir mal gucken, wie es hier unten aussieht. Hier wurden zwei Alu hingebracht. Und hier wird jetzt gerade Elektronik hingebracht und fehlt noch eine Glasscheibe. Dann wird zumindest schon mal die Solarfarm gebaut. Gehen wir auch hier mal ein bisschen ins Tempo. Kann man auch mit Plus und Minus machen, aber ich mach's mal mit der Maus, dass ihr auch seht, was passiert. Gerne auch mal achtfach. Jetzt werden hier Materialien hingebracht. Und man könnte jetzt auch, wie gesagt, wenn man hier draufklickt, einmal priorisieren, dann wird das zuerst gebaut und alles wird nur hier hingebracht. Macht gerade auch Sinn, weil wir Eisen brauchen. So, Gebäude wird hochgezogen, Priorität nehme ich raus. Könnt ihr nämlich auch drin lassen für die Produktion später. Dann wird das ebenfalls priorisiert behandelt. So, was fehlt uns hier noch? Eisen. Eisen müsste gleich verfügbar sein. Eins wird jetzt hier abgeholt. Und wird runtergefahren zur Baustelle. Das Ganze hier mal so ein bisschen aus der Nahperspektive angucken, was hier so passiert. Ich habe zuerst gedacht, das nutzt man doch nicht, man spielt ja eh meistens so in der Ansicht. Aber ich finde es auch schick, dass dann doch so Kleinigkeiten wie hier Produktion und Fahrzeuge dann doch simuliert sind. Und auch die Gebäude sind eigentlich recht gut modelliert, also nicht einfach nur so ganz stupide. Da steckt schon Liebe im Detail. Das ist gebaut. Und jetzt wird der erste Kohlenstoff produziert. Solarpark ist auch fertig. Ihr seht hier ganz, ganz viele, ja, ich denke mal, moderne Solarpaneele, die hier die Sonnenenergie einsammeln. Und als nächstes die Stahlfabrik. Da können wir erstmal gucken. Ihr seht hier anhand der beiden Symbole, das sind die Lieferanten, dann sollten wir es irgendwo in die Mitte stellen. Ja, so werden drei Straßen gebaut. Wir haben in etwa gleiche Abstände. Wir können mal in das Verkehrsoverlay reingehen. Da werden nachher noch weitere erscheinen, aber aktuell gibt es eben die zwei. Hier ist Verkehr. Und da sieht ihr auch nachher anhand der Farbe, wie die Straßen ausgelastet sind. Also wir müssen da schon ein bisschen clever planen, dass wir nicht irgendwann hier Staus und sowas haben. Sehen wir dann aber später, wenn es ein paar mehr Gebäude gibt. So, Stahlfabrik ist im Bau. Schauen wir uns das auch mal an. So, Arbeiterfabrik verfügbar. Glückwunsch! Du kannst jetzt Arbeiterfabriken und Relaisstationen bauen. Arbeiterfabriken produzieren neue Arbeiter. Jeder Arbeiter benötigt eine freie Relaisstation.
besetzten Relaisstationen werden automatisch Gebiete zugewiesen. Arbeiter sind hauptsächlich in Gebieten im zugewiesenen Gebiet beschäftigt, holen aber auch Ressourcen aus dem Nachbargebiet. Nutze die Verkehrsansicht, um die zugewiesenen Gebiete anzusehen. Füge weitere Relaisstationen dein Netzwerk hinzu, hier, wenn bestimmte Gebiete der Arbeiter zu stark ausgelastet sind. Das, was ich im Prinzip im Vorfeld gerade meinte. Great. Now I can produce steel. This new factory, it's down on the surface of Mars, but I can control it from here. So does that make it a part of me? Where does the machine end and my artificial consciousness begin? Ja, ist die Maschine ein Teil von uns? Sie sind voneinander getrennt oder sie sind eins? Im Moment würde ich sagen, sie sind eins, weil wir können die Maschine steuern. We are completely interconnected. I can sense everything that happens through the network of workers and buildings. They are an extension of me down on the surface. So that makes us a single being. The mind and the body work together as one. An inseparable whole. Wir sind unzertrennlich. Ich höre gerade im Chat, ihr hört die Musik im Hintergrund nicht. Ich mache die mal ein bisschen lauter, weil die ist eigentlich auch ganz schön. Ich habe die eben ein bisschen leiser gemacht. Gebt da gleich gerne mal Feedback, ob das so besser ist. Im Moment ist sie allerdings auch bei mir auf dem Kopfhörer sehr leise. Die variiert schon mal ein bisschen. Gut. Anfang ist, denke ich, mal gemacht. Was haben wir als nächstes? Arbeiterfabrik und Relaisstation. Machen wir erstmal die Arbeiterfabrik. Und da brauchen wir schon ein bisschen komplexere Sachen. Wir brauchen nämlich jetzt auch die sogenannten Zahnräder oder halt Teile, wie es hier so schön heißt. Und wir brauchen Elektronikkomponenten dauerhaft. Ihr seht jetzt unten links die vier Einsen, die da stehen. Dann sollten wir, denke ich mal, anfangen, jetzt die entsprechenden Produktionsketten dafür aufzubauen. Oh, Dr. Forster ruft uns nochmal an. Der nette Herr aus Houston. Amy, this is Houston. Do you copy? Copy. Reading you loud and clear. Excellent. I didn't introduce myself earlier. I am Dr. Nathan Foster. I lead the team here at ISA that built you, and I'll be helping you get the mission underway. We put you in hibernation for the trip from Earth, so I'd like to check your basic functions to make sure it's all in order. Why don't we start with your core memory? Can you state your primary directive? Zugegeben, sie vergessen zu haben? Nein, also Direktive, also ich weiß noch, dass wir hier Terraforming machen sollen. I can, Dr. Foster. My mission is to terraform Mars. This will enable humanity to become an interplanetary species. All right. Next, I'd like to check your decision-making processes. You may have already noticed that there are resource veins outside the boundaries of your initial base. So your workers may not have the battery capacity to reach some of them. How would you solve this problem? Das haben wir eben angehört. Wir können den Bau von Relaisstationen vorschlagen. Building worker hubs between the resources and the base would solve the problem. Yes, that's correct. Other buildings would extend your base as well, but they require more power and resources. So worker hubs are the most efficient way to do it. This mission's going to be a challenge. There's a lot that can go wrong. We expect to extend humanity's reach beyond anything previously achieved. But you are not just any AI system. You're well beyond that. We made you an artificial consciousness. That means that you have both self-awareness and self-interest. And that is the last thing I would like to check today. Is that okay? Yes, Dr. Foster. Very good. Then would you please state a positive and a negative aspect of yourself? Irgendwas über mich? Nee, Antwort nicht gefunden, unbekannter Fehler. Also ich weiß gerade nicht, was die mir sagen wollen. I am sorry, Dr. Foster. Running that question through my cognitive system did not return an answer. Roger that, nothing to worry about. Just means your system requires more input and experience to process that question. That will come with time. Let's proceed with the mission. ISA has approved the first crewed flight to Mars. You'll need to expand the base to prepare. So get to work on that. I'll check back in later to see how things are going. Base expansion is a go. Houston out. Ja, Basiserweiterung ist unsere nächste Aufgabe. Im Chat wird gerade über Arbeiterfabriken gesprochen und als Lösung für den Fachkräftemangel. Nee, ganz so ist es nicht. Also
Also alles, was hier Arbeiter heißt, das sind diese Baubots und diese Fahrzeuge, die hier hin und her fahren. Die können wir eben produzieren, weil noch sind ja gar keine Menschen auf dem Mars. Wir sind noch komplett alleine. Aber ich bin gespannt, welche höhere Aufgabe wir hier haben. Weil wir haben ja gerade gelernt, wir haben ein eigenes Bewusstsein und wir können eigentlich selbst entscheiden, was wir hier tun wollen. Spannende Geschichte. So, Elektronikfabrik wollten wir eben bauen für die Arbeiterfabrik. Und die braucht als Input Silizium, das ist das Grüne, und Alu. Das haben wir ja schon da. So, das passt auch relativ gut hier mit der Entfernung. Dann setzen wir das doch einfach mal hier zwischen. So, das wird gebaut. Und dann könnten wir auch schon direkt die Elektronikfabrik platzieren. Die würde ich auch mal hier zwischenpacken. Das passt alles ganz gut. Oder machen wir die hier oben hin? Machen wir die mal hier hin. Desto mehr Straßen entstehen, desto mehr Platz haben wir ja auch nachher, um Sachen hin und her zu fahren. So sieht sie aus, unsere Mine. Die sehen auch alle leicht unterschiedlich aus. So, die Elektronikfabrik wird ebenfalls gebaut. Dann können wir als nächstes die Arbeiterfabrik planen. Die taucht hier auf. Und die braucht diese vier Ressourcen hier, also Glas. Ne, was war es genau? Glas, Lithium, Elektronik und Alu. Dann machen wir die jetzt hier unten hin. So, ich mache mal ganz kurz einen Cut an der Stelle. Die erste YouTube-Folge ist auch schon wieder vorbei. Ich mache hier auch mal Pause und hoffe, euch hat der Start gefallen und wir sehen uns dann direkt weiter in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.